Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsrat. Heute, wir haben für euch ein Urteil mitgebracht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ganz aktuell vom 8.4.2021, denn es gibt Neues im Verfahren zur Impfpflicht. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Also, wer sind eigentlich wir hier im Studio? Ich bin Caroline Wiesbauer, Volljuristin und Fachreferentin bei der WAF. Und mit bei mir im Studio steht Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München. Hallo Arne. Hallo Caroline, servus, hallo. Ja, wir haben euch ein Urteil mitgebracht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Was ist das überhaupt? Arne meinte schon, ist vielleicht sowas wie der ADAC. Ich kann es nur wegnehmen. Nein, ich weiß nicht, ob die gelbe Kleidung tragen. Aber die helfen, ich vermute aber auch, nicht. Aber die helfen auch. Die helfen, ja, stimmt, die helfen. Die helfen vor allen Dingen mit Urteilen. Ja. Jetzt ganz aktuell. Jedenfalls sitzt der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und ist eben für die Wahrung der EMRK zuständig. Was ist das jetzt schon wieder für eine bescheuerte Abkürzung? Ah, ja. Die EMRK, das ist die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, also Europäische Menschenrechtskonvention, wenn man es genau wissen will. Ja, und das ist auch gut, wenn ich mal kurz da einhaken darf. Also ihr seht schon, also die Kollegin ist ja super vorbereitet, hervorragend. Weil die Leute müssen ja wenn man wissen, überhaupt was hört, dann ist es irgendwie mal Bundesarbeitsgericht oder der EuGH. Stimmt. Oder Bundesverfassungsgericht vielleicht noch. Manchmal auch diesen, ja. Und der EGMR kommt ja sehr selten. Aber wie du schon sagtest, der kommt halt dann nur auch im Arbeitsrechtsleben oder sonst wo, wenn es halt mit europäischen Menschenrechtsverletzungen zu tun hat. Sonst bei Auslegung sonstiger Richtlinien wäre es eben der EuGH. Aber nur, dass man dann mal hört, der kommt nicht so oft zum Zuge im Arbeitsrecht, aber eben doch. Und gerade eben jetzt genau. Hier. Ja, genau. Genau, weil der gehört nämlich zum Europarat. Was ist der Europarat? Das ist eine internationale Organisation, dem mehrere Mitgliedstaaten angehören. Natürlich, wie der Name das schon verrät, sind es vor allen Dingen alle EU-Länder, aber auch zum Beispiel Länder wie Russland, Türkei oder Armenien. Es gibt insgesamt 47 Stück und diese alle müssen sich eben an die EMRK halten. So, und was hat jetzt der EGMR gesagt? Er hat am 8.4. diesen Jahres ein Urteil gefällt zur nationalen Impfpflicht in Tschechien. Arne, was meinst du? Was gab es dazu zu sagen? Ja, die Sache ist, natürlich spielt der Fall jetzt nicht in Deutschland, sondern in Tschechien. Aber natürlich muss man immer Parallelen ziehen. Wie wäre denn das, wenn bei uns sowas Ähnliches wäre? Da wird ja der Fall dann nicht anders ausgehen. Und da ging es speziell jetzt um diesen Fall, wo Eltern geklagt haben, weil die kleinen Kinder dort in Tschechien so eine Neunfachimpfung bekommen mussten. Und dagegen haben die sich gewehrt und haben gesagt, nein, unsere Kinder sollen das nicht, und es ist ja Körperverletzung und wie auch immer. Und dann, also das war jetzt der Fall. Da ging es jetzt gar nicht um Corona. Ja, dann werden wir nachher noch einen Ausflug machen. Was hätten das für Auswirkungen auf irgendwelche nationalen Entscheidungen, was eine Corona-Impfpflicht mal angehen sollte, wenn sie überhaupt je kommen sollte. Aber hier ging es jetzt mal um diese Kleinkinder-Neunfachimpfung. Und da hat eben der EGMR gesagt, dass man immer abwägen muss natürlich, klar, dieser körperliche Eingriff für die Kinder oder auch für Menschen allgemein und natürlich aber auch der Schutz der anderen Bevölkerung vor sehr, sehr ansteckenden Krankheiten. Und wir haben ja zum Beispiel, und das hat er eben bejaht, er hat eben die überwiegende Güterabwägung zugunsten der Impfpflicht eben ausgelegt, also zugunsten des Bevölkerungsschutzes. Weil sie ihm gesagt haben, der Eingriff, den man da vornimmt, ist trotzdem jetzt mal juristisch gesehen minimal zu dem, was man aber für einen Erfolg damit erzielen kann, wenn eben diese Krankheiten dort nicht massenhaft auftreten. Und wir haben ja in Deutschland zumindest auch seit 2020 auch eine Masernimpfpflicht, durch das Masernschutzgesetz. Und es ist in Kraft getreten. Und da gab es natürlich auch Proteste. Ich meine, das ist ja auch legitim, dass man auch mal gegen irgendwas ist. Klar. Aber wenn man jetzt diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hier anschaut, wird man wohl auch sagen müssen, dass diese Impfpflicht, jetzt speziell für Masern, weil das eben keine Bagatellerkrankung ist, sondern eine sehr, sehr ansteckende, auch tödlich verlaufende Krankheit, dass das eben auch korrekt sein wird und sein sollte. Auch wenn der Fall noch nicht jetzt dafür entschieden wurde. Aber man müsste ja Parallelen ziehen zu dem Fall eben da aus Tschechien. Und dieser Gesundheitsschutz ist eben übergeordnet worden zu dem Wunsch der Betroffenen oder betreffenden Eltern oder Kinder, eben nicht geimpft zu werden. Das muss man dazu sagen. Also wenn man es jetzt nochmal juristischer betrachtet, dann hat der EGMR sozusagen festgestellt, durch diese Impfpflicht
wird die körperliche Unversehrtheit, also ein Grundrecht, zwar verletzt, aber nur weil ein Grundrecht verletzt wird, heißt es noch nicht, dass die Maßnahme an sich unzulässig ist. Ja. Denn Eingriffe in Grundrechte können eben gerechtfertigt sein. Und ein ganz großer Rechtfertigungsgrund ist eben Grundrechte anderer. So immer sehr gern vergessen. Sehr gut. Genau. Immer, immer so ich. Ja. Man muss schon auch gucken. Ja, du willst ja auch Rechte haben, aber dazu müssen andere ja auch dann eben ihre Rechte wieder lassen. Du bist ja nicht allein auf der Welt. Genau, obwohl ich glaube, dass unsere Betriebsräte da nicht so ich-bezogen sind, denn als Betriebsrat übt man ja ein Ehrenamt aus, dann ist man ja schon mal, glaube ich, von Grund auf weniger ich-bezogen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ganz wichtig, ein Rechtfertigungsgrund für einen Eingriff kann eben Grundrechte anderer sein. Und hier sind eben die Grundrechte, die Gesundheit der anderen Menschen auch ganz klar im Blick, des IGMR. Und er hat eben gesagt, dass die Gesundheit aller sozusagen gewissermaßen Vorrang hat vor der Gesundheit des Einzelnen, wenn man es jetzt runterbrechen will. Genau, man muss sich auch immer sicherlich dann unterscheiden, um welche Gefahren ab, wer geht's da. Also es wird nie, das ist also meine feste juristische Überzeugung, natürlich nie dazu kommen, dass ein Staat sagen kann, für jede mögliche Krankheit, die es geben kann, werden wir eine Impfpflicht machen, weil ich will, dass meine Bürger immer gesund sind. Nein, das ist nur auch Restrisiko, was jeder im Leben selber tragen muss. Und wenn ich eine Krankheit bekomme, die ich verhindern kann durch Impfung, aber nicht mache, aber dadurch nicht eine Masse an anderen Leuten vielleicht auch mit tödlichen Krankheiten anstecken kann, dann ist es mein Problem. Und das ist ja auch ganz klar. Aber es gibt eben auch Dinge, da kommt es nie darauf an, dass ich sage, aber ich hätte kein Problem damit oder so. Oder ich habe mein Leben gelebt oder ist mir ja wurscht oder ich merke es vielleicht gar nicht, keine Ahnung. Aber es geht auch um andere. Das ist eben diese Güterabwägung. Genau. Ja, wir leben ja in einer Gemeinschaft. Ja, klar. Da geht es eben nicht nur um den Einzelnen. Und der IGMR hat eben auch noch festgestellt, dass es auch zulässig ist, eben eine Geldbuße aufzuerlegen, wenn eben Leute oder jetzt insbesondere Eltern eben sich nicht an die Impfpflicht halten. War in Tschechien das sogar so geregelt, dass ein Bußgeld bis zu 400 € verhängt werden kann. Und dagegen hatte sich eben unter anderem auch ein Vater gewehrt. Und der IGMR hat aber gesagt, nein, es ist auch zulässig, dann eine entsprechende Geldbuße zu verhängen. Das ist bei uns auch in Deutschland so bezüglich der Impfpflicht für Masern. Ihr könnt es auch genau nachlesen im Masernschutzgesetz. Aber bei uns ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, sogar so, dass das Bußgelder bis zu 2.500 € gibt, wenn man sich dagegen wehrt und sich nicht dran hält. Das ist, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass der IGMR auch in dieser Entscheidung noch gesagt hat, dass natürlich, und das ist ganz klar, dass es natürlich nie einen körperlichen Zwang geben kann. Also man kann nicht sagen, wenn du nicht geimpft werden willst, dann wirst du halt immer abgeholt. Und zwangsgeimpft. Und dann liegst du auf der Spritze und dann wirst du halt geimpft. Also das ist ganz klar. Also das kann es natürlich nicht geben. Schulverbote wird es wohl auch nicht geben können, weil es auch eine Schulpflicht gibt, zumindest jetzt eben auch noch. Ob es aber ein Zutrittsverbot vielleicht gibt, also dass dann eher über Homeschooling oder so oder wie auch immer das dann laufen wird. Also es gab mal einen Fall, wo eben ein Schulbetretungsverbot ausgesprochen wurde. Das war aber ein ganz konkreter Fall. Also da sind zum Beispiel die Pocken ausgebrochen und da wurden dann die Kinder, die nicht gegen Pocken geimpft sind, eben der Schule verwiesen. Aber das war ja eben nur ein begrenzter Zeitraum. Die konnten ja dann wieder zur Schule, wie das jetzt eben ist, dass man sagt, okay, generell Kinder, die nicht geimpft sind gegen Masern, dürfen nicht zur Schule. Das ist wiederum anders und kritischer zu sehen, weil eben hier die Schulpflicht auch besteht und das kollidiert natürlich. Natürlich muss man auch da wieder sehen, aber natürlich gibt es auch das Recht der anderen, ihrem Schulrecht auch natürlich wieder nachzukommen, ist auch klar. Ja. Und dann sagt man natürlich auch, aber ich hätte natürlich auch gerne nicht, dass die Kinder da sind. Ja. Es ist halt immer diese Grätsche, die man da machen muss. Das ist eine knifflige Frage. Es ist auch knifflig. Und jetzt natürlich muss man wirklich sich dann auch diese Frage stellen, so um dann den Bogen jetzt zu Corona wieder mal hinzubekommen. Wie sieht es denn da dann aus? Und natürlich, ich muss sagen, das hat ja auch die jetzige Regierung auch immer gesagt, und es ist immer ganz wurscht, wie man zu den Impfungen steht, aber sie haben gesagt, also eine Impfpflicht für Corona soll es nicht geben. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie die aktuelle Regierung, noch die neue dann im Herbst, irgendwann sagt, das machen wir anders. Ich glaube, da wird das Vertrauen einfach zu erschüttert. So, man kann nur an die Vernunft appellieren oder wie auch immer, aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber mittelbar eben. Ja, vielleicht, mittelbar, indem sie sagen, die Impfung ist dann eben Voraussetzung dafür, dass man zum Beispiel ins Theater gehen darf, dass man ins Restaurant gehen darf, dass man in den Flieger steigt. Und so könnte man natürlich mittelbar letztlich eine Art Impfpflicht schaffen. Und das finde ich juristisch auch sauber, sage ich mal so, weil die Theater oder die Fluglinienbetreiber, wie auch immer, die Hotellerie, ja auch ihr Hausrecht ausüben können. Ja, sie können ja auch private, sagen, wir können zwar nicht von ihnen jetzt verlangen, dass sie jetzt vor uns impfen lassen, wenn sie nicht wollen, das ist ja klar, aber wir haben unser Hausrecht und wir haben auch Klientel und wir möchten unser Klientel, wenn es dann so sein sollte, so bedienen, dass wir sagen, hier kommen nur die mit dem Impfpass zum Beispiel rein, das andere ist ausgeschlossen oder wie auch immer. Das könnte man sich überlegen, ob dann vielleicht irgendwann der Punkt kommt, dass man sagt, wenn es wissenschaftlich gesichert ist,
dass ein Geimpfter auch 0,0 ansteckend mehr ist, ja, dann wäre das sicherlich ein Mittel. Oder wenn man auch das hundertprozentig auch darlegen kann, dass man sagt, oder du machst jetzt einen Schnelltest, der aber nur anders ist als die jetzigen. Die sind ja noch nicht hundertprozentig sicher. Die ersten Tage schlagen sie nicht an, du bist trotzdem infektiös. Aber wenn es mal so sein kann, dass es einen gibt, den du echt machst, Viertelstunde wartest, der dann aber wirklich, wo es Test reingibt, sagt, du hast es jetzt nicht und jetzt kommst du ins Hotel. Und solange du im Hotel bist, könntest du auch rein. Solange es wieder, wenn man es wieder verlässt, müsstest du dann wieder einmachen, nur auf deine Kosten. Ja. Das wäre vielleicht ein Mittelweg. Aber über das Hausrecht sicherlich könnte man über die Hintertür da schon was machen. Halte ich aber auch irgendwie für legitim, ja. Ja, also selbst, glaube ich, auch eine direkte Impfpflicht für Corona im Sinne von alle müssen sich durchimpfen lassen, das wird wohl nicht kommen. Wäre aber auch rechtlich auch sehr zweifelhaft. Ja. Ob man wirklich jeden dazu zwingen darf. Anders sieht es vielleicht aus, wenn man eben bestimmte Personengruppen sich rauspickt, wie zum Beispiel Pflegepersonal etc., also besondere Arbeitnehmergruppen, die besonders geschützt werden müssen. Aber ansonsten bleibt festzuhalten, dass die Impffrage eine kritische Frage ist und bleibt. Vielleicht kommt ein bisschen mehr Aufklärung, denn beim Bundesverfassungsgericht liegt auch noch eine Klage gegen die Masernimpfpflicht. Und es ist abzuwarten, dass dieses Jahr tatsächlich noch eine Entscheidung des Verfassungsgerichts dazu kommt. Mal sehen, wie die das betrachten. Die werden aber bestimmt auch das Urteil vom EGMR gelesen haben und jetzt wissen, okay, gegen die EGMRK verstößt es zumindest mal nicht. Ja. Und die müssen nicht der Meinung sein, wir können ja auch strengere oder andere Regelungen machen, aber ich denke mal, wenn man das jetzt mal und losgelöst von den Sachen immer, wie stehst du zum Impfen oder nicht? Oder das darum geht es auch hier in dem Podcast gar nicht. Ja. Wir wollen es, so gut es geht, objektiv jetzt hier mal festhalten. Nur man muss eben auch sagen, unabhängig der Entscheidung vom EGMR, aber das Verfassungsgericht hat auch diese Güterabwägung zu machen. Und gerade bei den Masern und so weiter, man muss eben einfach dann abwägen, man wird nicht jeden damit erreichen, aber für das Kollektiv, was ist die beste Variante? Und ich kann jetzt nur mutmaßen. Ich bin ja nicht in Karlsruhe da und habe noch nicht zu entscheiden. Du könntest aber noch Verfassungsrichter werden, Arne, oder? Das wäre mit meinem Alter auch schon. Also ja, aber wer weiß. Aber ich glaube schon, dass sie das dieses Masernschutzgesetz nicht kippen, dass diese Impfpflicht dabei bleibt. Ja. Das glaube ich schon. Aber wir müssen, wie gesagt, noch ein paar Monate abwarten. Aber durch die Entscheidung, glaube ich, ist es eher gestärkt als in Frage gestellt worden. Ja, dann zuletzt noch ein kleiner Hinweis, falls ihr euch generell für das Thema Impfen interessiert und euch fragt, vielleicht gerade als Arbeitnehmer, was für Weisungen kann der Arbeitgeber mir vielleicht erteilen, insbesondere auf Testpflichtsicht oder aus Impfpflichtsicht. Also kann der Arbeitgeber von mir verlangen, dass ich mich impfen lasse oder sowas, wäre vielleicht ein Blick in unser Webinar oder auch Seminar Arbeitsrecht Teil 1 ganz sinnvoll, denn dort wird das Weisungsrecht und Direktionsrecht des Arbeitgebers ganz genau besprochen und ihr lernt zu erkennen, wann eine Weisung unzulässig ist oder nicht. Also schaut gerne mal vorbei auf der Seite der WAF, dort findet ihr alle Seminare und auch Webinar-Themen, die wir für euch zur Verfügung stellen. Jetzt wollen wahrscheinlich Caroline alle wissen, kann man das per Weisung dem Arbeitnehmer anschaffen? Also, ich sag mal, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ey, schaut da mal rein und so weiter. Ja, genau, wir nehmen es jetzt nicht vorweg, damit die Spannung bleibt. Nein, und die euch auch anmelden natürlich wollt. Aber insofern bleibt gesund, hoffentlich von Corona verschont und wohlauf.